Und damit herzlich willkommen zu diesem Video über Azar. Ja, wie ihr vielleicht alle schon wisst, wenn ihr mal auf YouTube unterwegs seid, so wie ich es immer bin, wenn ich dusche, sonst bin ich nie auf YouTube unterwegs, ist Azar des Öfteren als Werbung, bevor man ein Video schaut, anzutreffen. Das war kein richtiger deutscher Satz, aber das ist mir egal. Ja, bevor ich das Ganze jetzt hier kommentiere, werde ich euch hier jetzt mal kurz eine kleine Compilation machen. Oh Gott, Mann, bist du süß. Hat es sehr weh getan, wenn du vom Himmel gefallen bist? Wie war das? Was geht hier ab? Wer ist der Typ hinter dir? Wer bist du? Alter, was machst du meine kleine Schwester an? Ich schwör bei meiner Mutter, Alter. Nice Moves, zeig dich mal. Dankeschön. Hä, was machst du denn hier? Hallo erstmal, das gleiche könnte ich dich auch fragen. Schatz? Gar nichts, Schatz, hat sich ausgeschatzt. Sieh zu, dass du hier rausgehst. Ja, ja. Was soll denn das? So, bist du bereit? Wir schauen jetzt nach einem Date für dich. Hi, schau mal, wen ich hier habe. Hi. Bist du auf ein Date? Ich bin dein Bruder. Hast du eine Freundin? Magst du blonde Mädchen? Ja, ich mag blonde Mädchen. Warum möchtest du was? Ich habe aber keine Freundin von der 28. Das macht die gar nicht. Mama, er ist halb so alt wie du. Es geht hier überhaupt nichts an. Jetzt mal raus hier. Wacke Weihnachtsplätzchen. Also werde ich ja. Werde ich ja mal vorbeikommen müssen, um sie zu probieren. Oh, hallo, mein Lieber. Probier mal lieber meine Plätzchen. Hi. Entschuldigung. Ich habe meine Telefonnummer verloren. Kann ich mir deine ausleihen? Netter Versuch. Was sind deine Pläne für heute Abend? Ich dachte, wir gehen noch in Berlin. Wer bist du denn? Ich bin... Bleib weg von meiner Schwester, du... Ich kann schon etwas tanzen. Oh ja? Ich bin ganz Ohr. Zeig mir dein Können. Jetzt? Ja, du weißt, was ich meine. Okay, na gut. Y no te voy a negar. Wow. Ey, mir gefällt dieses Tanzen. Claro, no te lo voy a negar. Was machst du? Nichts. Und er hatte mich am Handy. Oh mein Wer Gott, ist dieser Kerl, für den du tanzt? Das ist Azar. Azar? Was meinst du mit Azar? Ist die hübsch? Hallo? Hi. Bin ich denn nicht hübsch genug? Nein, nein, nein. Sie sind wunderschön. Ich dachte nur, dass... Was machst du? Hey, die ist so hübsch. Ja. Wie heißt du denn? Dominik. Ach, ich bin Stephanie. Hallo, ich bin Jana. Ich komme aus Erfurt. Gib mein Handy zurück. Ah, Damen. Komm schon. So, das war jetzt erstmal die Compilation. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Für die Leute, die sich nur für die Compilation interessiert haben, denen wünsche ich noch einen schönen Tag. Und jetzt werde ich mal einen kleinen Kommentar zu dem Ganzen abgeben. Wie man direkt merkt, ist diese App darauf ausgelegt, dass man direkt sieht, hier gibt es viele schöne Frauen, die sich für Männer interessieren. Das Ganze ist aber tatsächlich relativ unrealistisch, da durchschnittlich in Dating-Apps und so Video-Apps 3 Männer pro Frau etwa sind. Das heißt, dass die Chancen, dass du immer nur mit einer Frau im Videochat bist, ziemlich gering ist und unrealistisch ist. Aber die Werbung an sich, muss ich sagen, gefallen mir ehrlich gut. Sie sind trashig und lustig gemacht. Genau das soll nämlich auch die Werbung sein. Trashig. Denn eine gut gemachte Werbung, eine Werbung, die wirklich genau zeigt, wie die App funktioniert und nicht besonders schlecht ist, der wird auch keine Aufmerksamkeit geschenkt. Gute Werbung interessiert niemanden, außer vielleicht Leute, die sich wirklich für das Produkt interessieren. Aber um wirklich Aufmerksamkeit zu generieren, macht man schlechte Werbung. Ich meine, das haben wir ja in letzter Zeit immer öfters gesehen. Ich sag nur Bravo Lotto oder ähnliche Apps. Wenn ihr da noch mehr sehen wollt, schaut mal bei Malternativ vorbei oder schreibt in die Kommentare, ob ich da noch was dazu schreiben soll. Und ja, das ist meine Meinung dazu. Meiner Meinung nach auf jeden Fall witzig und gut.
Ich würde mich freuen über ein Abo, liken und gerne einen konstruktiven Kommentar sowie vielleicht Ideen, was ich als nächstes machen soll. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao.